Hallo, meine liebe Jungfrau, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Heute schauen wir uns die Karten an für den Monat Oktober, liebe Jungfrau. Wir schauen uns an dein Hauptthema, was kommt auf dich zu, der Rat der Karten und wie immer dein persönlicher blinder Fleck, das heißt, was liegt im Schatten, was ist im Verborgenen und ist dir nicht klar. Liebe Jungfrau, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, es kann nicht für alle passen. Ist auch völlig in Ordnung, wiege nichts zurecht. Es kann auch sein, dass nur eine Botschaft für dich ist oder vielleicht zwei. Darum ganz wichtig, nichts zusammenbasteln, nimm nur das, was passt. Wenn du einmal das Gefühl hast, du brauchst ein persönliches Reading, biete ich das auf meinem Etsy-Shop an. Ich habe jetzt auch sogar schon die Jahreslegungen hochgeladen, die sind jetzt auch buchbar für 2023. Link ist weiter unten. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch an, liebe Jungfrau. Dein Hauptthema, Jungfrau. Huch. Oh, interessant. Schauen wir zuerst hier. Wassermann-Energie, ganz stark. Möchtest du dich entfalten? Hast du eine Vision? Möchtest du das Gefühl von Freiheit spüren? Oder hast du es vielleicht mit einem Wassermann zu tun? Weil diese Energie liegt da. Ich nehme auch wahr, dass du vielleicht etwas verarbeiten musst, ein Ereignis. Aber durch dieses Ereignis hast du eine neue Vision bekommen. Oder wirst du eine neue Vision erhalten, was du möchtest. Oder es ist dein Gegenüber. Nimm es so, wie es passt. Weil hier haben wir die Welt. Ein alter Kreislauf schließt sich, ein neuer öffnet sich. Etwas wird abgeschlossen. Kann auch sein, dass Thema Ausland ein Thema wird. Vielleicht Auswandern. Sehe ich auch für einige. Oder einen zweiten Wohnsitz im Ausland. Sehe ich auch ganz stark für ganz viele von euch. Und für andere sehe ich auch, dass ihr jetzt auch bereit seid, einen neuen Kreislauf zu starten, um vielleicht häuslich zu werden. Das heißt, wenn ihr vielleicht nie eine Beziehung wolltet oder ihr konntet euch nicht binden, könnte es sein, dass jetzt eben diese Energie kommt, dass ihr bereit seid. Was ich auch sehe, ist Stabilität. Man arbeitet am Fundament. Man möchte sich daheim wohlfühlen. Kann auch sein, dass du mit jemandem einen neuen Kreislauf startest, mit einer Person. Schöne Energie, also sehr gute, liebe Jungfrau. Schauen wir mal die Welt. Wasserenergie. Noch einmal, vier Stäbe. So. Die Welt, Bube der Kelche. Vielleicht hast du es mit einem Wasserzeichen zu tun. Hast du etwas mit einem Wasserzeichen, einen Kreislauf beendet? Oder du startest einen neuen Kreislauf mit einem Wasserzeichen. Muss jetzt nicht unbedingt eine Person sein, kann auch sein, dass du selber der Bube der Kelche bist und halt wirklich ein neuer Kreislauf nach deinem Gefühl gehst, nach deinem Herzen startest. Weil hier mit vier der Stäbe wieder Wasserenergie, König der Kelche, vier der Münzen und zwei der Münzen. Du hältst an einer Idee fest, die dir extrem wichtig ist, aber du weißt noch nicht ganz, wie du das umsetzen kannst. Oder du suchst noch die Balance dazu. Vielleicht hast du viel los und ja, du weißt, wie ich meine. Du hast etwas im Kopf und du möchtest es eben umsetzen. Du hältst daran fest.
kann wirklich eine Verbindung mit einem Wasserzeichen sein oder du bist selber das Wasserzeichen und du spürst das erste Mal wieder deinen Wunsch, deine Intuition. Weil Jungfrauen neigen dazu, dass sie eben zu kopflastig sind, dass ein Gedankenchaos entsteht und dass man sich dann selber nicht mehr spüren kann. Und ich sage immer, wenn man sich selber nicht spüren kann, dann geht eh alles in die Hose, also da muss man gar nichts entscheiden oder machen. Immer zur Ruhe kommen, wenn du das merkst, dich erden, ganz wichtig, und dein Herz öffnen und auf dein Herz hören. Aber schauen wir mal weiter, weil Energie ist mega schön. Also wirklich fühlt sich so nach angekommen an. Schauen wir mal weiter. Oktober, Jungfrau bitte. Es kommt. Schauen wir zuerst hier. Vierter Kelche. Ja, ich nehme wahr, dass um dich herum schon neue Dinge sind, aber irgendwie hast du vielleicht keine Energie, um neue Dinge anzugehen, weil du so in deinem Kopf an etwas hängst oder fokussiert bist, dass du die Dinge rundherum gar nicht wahrnimmst. Das können Personen sein, das können auch Situationen sein und Chancen. Ich sage immer, wenn vierter Kelch kommt, schau genau hin, was um dich herum passiert. Du darfst keinen Tunnelblick haben, weil es könnten auch Menschen an dir vorbeiziehen oder auch Chancen, die unglaublich gut wären. Das ist eben so eine Karte, dass man das nicht sieht. Schau genau hin. Was ich auch reinbekomme, ist, dass ihr vielleicht momentan mit jemandem keinen Kontakt habt. Natürlich jetzt nicht jeder, also alle von euch, das ist wirklich nur spezifisch, und dass ihr ein bisschen Trübsal blast, in der Ecke sitzt. Hört auf damit. Wenn du jetzt merkst, dass du das bist, aufhören. Steh auf. Nicht Trübsal blasen, ganz wichtig. Weil hier, schön, du überlegst, wie finde ich meine Balance zurück, wie komme ich an mein Ziel, was für einen Umweg muss ich machen, was für Kompromisse muss ich eingehen oder welche Kompromisse bin ich überhaupt bereit einzugehen. Also wenn du in einer Beziehung bist, kann wirklich auch das Thema vielleicht auswandern sein, zusammenziehen, vielleicht oder sogar etwas zusammenbauen, muss nicht. Aber generell, es geht auch um Kompromisse. Was bin ich bereit zurückzustecken? Man kommt hier, man versucht hier so auf einen Nenner zu kommen, das auszubalancieren, um sich so ein bisschen durchzuschlängeln. Doch dann kommt wieder der Gehängte. Stillstand. Vielleicht verunsichern dich diese Kompromisse, du bist nicht bereit, diese einzugehen oder noch nicht bereit dazu. Kann auch dein Gegenüber sein, der nicht bereit dazu ist. Weil hier sehe ich Stillstand. Man weiß nicht, wo rechts und links ist. Könnte auch sein, dass vielleicht eine Zeit lang alles zu viel ist. Liebe Jungfrau, sehe ich auch für einige, egal ob Beruf oder Liebe. Wenn du merkst, dass du in dieser Energie bist, entscheide am besten nichts. Eben Erdung, ganz wichtig, weil sonst triffst du eine Entscheidung, die du vielleicht nachher bereust. Dann, ganz interessant, kommt hier das Schicksalsrad. Ich habe das Gefühl, das Universum kickt dich aus der Stagnation mit so einer liebevoller Erziehung, Gewalt, sage ich jetzt mal. Du wirst gezwungen, deiner Bestimmung, deinem Schicksal zu folgen, zuzuhören. Wenn das Schicksalsrad kommt, kommen Ereignisse oder Menschen auf dich zu, die schicksalshaft sind, die irgendetwas in dir auslösen und dich in die richtige Richtung lenken. Das kann sich auch schwierig anfühlen, kann auch ein Auf und Ab sein, doch es muss sein, damit du hier drinnen nicht gefangen bleibst. Irgendeine Erkenntnis wirst du haben oder etwas Kleines kann es sein, dass diese Schicksalsenergie auslöst. Könnte aber auch sein,
liebe Jungfrau, dass du hier deinen Seelenpartner triffst oder dir klar wird, eben was du willst vom Leben. Dir ist aber bewusst, mit 7 der Münzen, du kannst es nicht sofort fix fertig haben. Du musst das langsam angehen, aber gezielt angehen, daran arbeiten, dass du eben alle Früchte ernten kannst. Ganz klar. Du brauchst Geduld, Zeit. Du kannst nicht so schnell machen. Das geht nicht. Aber schauen wir mal, da ist noch ein Haar, Entschuldigung. Warum die Mäßigkeit, liebe Jungfrau? Ja, Schicksal. Irgendetwas ist mit dir verbunden oder jemand. Und du suchst irgendwie den Weg dahin. Oder vielleicht weißt du schon, wer es ist oder was es ist. Oder du suchst den Weg zu deiner Bestimmung. Oder zu deinem Herzensmenschen. Warum der Gehängte? Warum dieser Stillstand plötzlich? Diese Unsicherheiten? Aus der Münzen, du überlegst, ist das wirklich so wertvoll, wie sich das anfühlt? Vielleicht hast du auch in diesem Moment etwas Angst und ziehst dich zurück. Kann auch dein Gegenüber sein. Man sagt ja immer, kurz vor dem Ziel haut die Angst so richtig rein. Sehe ich hier ganz stark. Das Schicksalsrad. Warum das Schicksalsrad? Jungfrau, bitte. Kann auch mit der Arbeit zu tun haben. Da komme ich auch rein. Dass du dein Ziel fokussiert. Was willst du? Und du dran bleibst. Ja, aber du bist schon noch vorsichtig. Ganz klar. 8 der Münzen und 9 der Stäbe. Du arbeitest daran, dass du eben deine Erfüllung bekommst. Vielleicht auch diese Person. Du weißt, dass, ich sag mal, geschenkt bekommst du es nicht. Von nichts kommt nichts. Wenn du nur in der Ecke sitzt, passiert auch nichts. Wenn nicht kommuniziert wird, passiert auch nichts. Also es kommt niemand, der klopft an der Tür und dir ein fixfertiges Geschenk bringt oder eine Person. Das geht nicht, du musst daran arbeiten. Aber was ich schön finde, du weißt das, das ist dir komplett bewusst. Und du bist auch bereit dazu. Aber erst wenn du diese Energie vom Gehängten überwunden hast, dann bist du bereit dazu. Warum 7 der Münzen? Ja, du findest deine Stabilität und dein Vertrauen zurück. Königin der Münzen. Kann auch sein, dass du es mit einem Erdzeichen auch zu tun hast. Sehr gut. Sehr gute Energie. Du fasst dich wieder hier. Schauen wir mal weiter. Was kommt sonst noch? Ui, Ass der Kelche. Sehr gut. Ritter der Schwerter. 6 der Stäbe. Schon wieder 4 der Kelche. Wartest du vielleicht auf eine Entschuldigung oder auf einen Kontakt? Oder ist es dein Gegenüber? Liebe Jungfrau, Chance für die ganz große Liebe liegt hier. Ganz, ganz groß. Aber es ist eine Chance, die musst du annehmen. Die kann auch an dir vorbeiziehen. Unglaublich große Chance für Glück. Erfolg kommt auf dich zu, wenn du die Energie vom Gehängten löst und du merkst, dass du in deine Mitte kommst, dass du bereit bist, darauf aufzubauen, dann kommt die große Liebe. Unglaublich. Ritter der Schwerter kann ein Luftzeichen sein. Was auf dich zukommt. Irgendjemand kommt hier auf dich zu oder du gehst auf jemanden zu. Sehe ich hier ganz klar. Vielleicht wird dir bewusst, wie du deine große Liebe findest oder wer deine große Liebe ist. Oder dieser Person wird das bewusst und du handelst. Du gehst nach vorne,
Könnte auch Kommunikation auf dich zukommen, falls du darauf hoffst oder wartest, dass hier noch eine Aussprache kommt, um reinen Tisch zu machen. Sehe ich auch bei einigen. Bei anderen könnte es sogar um Verhandlungen gehen bezüglich Beruf. Und hier kommt deine Nachricht, die für dich ist, die alles nach vorne bringt. Wird wahrscheinlich so sein, wie du dir es erhoffst. Es wird die Nachricht sein, die du dir erhoffst, nämlich ganz stark wahr. Aber schauen wir mal rein, warum 6. Stäbe? Ja. Vielleicht triffst du dich nochmals mit jemandem, der dir das Herz gebrochen hat oder dich enttäuscht hat. Sehe ich für einige, natürlich nicht für alle. Oder du bist bereit dazu, eben diese 3 der Schwerter loszulassen und dein Herz zu öffnen. Schauen wir mal Ritter der Schwerter. Ja, es geht auch um Thema Beziehung, nämlich stark war. Könnte sein, dass Gespräche bezüglich Beziehung, Verträge auf dich zukommen, auch bezüglich Ehrlichkeit, Betrug und Thema Augenhöhe, dass man sich vielleicht nicht auf Augenhöhe begegnet, dass vielleicht hier ein Ungleichgewicht ist und dass darüber gesprochen wird. Was ich aber auch wahrnehme für andere von euch, falls ihr nicht mit jemandem sprechen müsst, dass ihr eben auch den Fokus auf das setzt. Ihr möchtet jemanden, der treu ist, Loyalität und Verbindlichkeit zeigt. Jemand, der wirklich unglaublich loyal ist und dass die Augenhöhe stimmt, dass ihr euch extrem stark auf das fokussiert. Ja, sehr, also wirklich, der Oktober könnte extrem erfolgreich sein. Also die Ausgangslage, vor allem wenn du die Energie vom Gehängten löst, ist mega gut. Aber schauen wir mal weiter, was ist der Rat? Oh Gott, ja, huiuiui, greif nach der Liebe. 10. Kelche, greif nach der Liebe, das, was dich glücklich macht und vollendet. Was dich wirklich glücklich macht, greif danach, gib nicht auf. Was ist der blinde Fleck? Was ist dir nicht bewusst? Nehmen wir noch ein, was dir nicht bewusst, Jungfrau? Nein, der Münzen. Der Mond. Der Herrscher. Liebe Jungfrau, der Mond, kann sein, dass da noch etwas ist, was du nicht weißt. Vielleicht ein Geheimnis. Vielleicht hast du noch nicht alles gesagt oder dein Gegenüber. Aber da ist noch etwas im Verborgenen, was du nicht weißt. Das ist dir nicht klar. Was ich auch reinbekomme, dass einige von euch sich an irgendeiner Vorstellung klammern, die nicht echt ist. Also überleg wirklich, ist die Vorstellung wirklich echt? Passt das zu dir? Weil man verändert sich ja auch als Mensch und manchmal sind alte Wünsche, decken sich gar nicht mehr mit dem neuen Ich. Darum überlege, jemand macht sich Illusionen. Der Herrscher. Auch wieder Augenhöhe. Vielleicht fehlt irgendwo noch Augenhöhe, das ist dir nicht bewusst. Kann aber auch ein Indiz sein, dass du die Zügel mehr in die Hand nehmen solltest und das Leben mehr selber lenken solltest und dich nicht so fremdsteuern lassen sollst. Spring über deinen Schatten. Agiere. Wenn du eben in der Ecke sitzt und wartest, passiert nichts. Ganz, ganz wichtig. Spring über deinen Schatten, das ist bei vielen nicht bewusst. Weil ich weiß, Jungfrauen können sehr dickköpfig sein und am Schluss schaden sie sich aber selber. Und dann bereuen sie wieder und neigen dazu, eben in Selbstmitleid zu verfallen. Also wirklich ganz, ganz wichtig.
kein Selbstmitleid, weil du hast so gute Karten. Nimm die Chance an. Nehmen wir noch ein Orakel. Du bekommst die Antwort. Klarheit, liebe Jungfrau. Ganz definitiv, auch für dich selber. Da musst du keine Angst haben. Und die Wahrheit, Mondenergie. Vielleicht ist wirklich noch etwas im Verborgenen, versteckte Gefühle oder irgendetwas, was nicht gesagt wurde. Ja, nimm deine Energie und geh voran. Lass dich nicht fremdsteuern. Ganz, ganz wichtig. Ja, meine liebe Jungfrau, ich hoffe, dir hat das Reading gefallen. Danke fürs Zuhören. Lass doch ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.